Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Guide-Video von mir für euch, also beispielsweise Info-Video und Update-Video zu dem Glitch, oder beispielsweise kann man es Glitch nennen, wenn es über den Creator-Mode läuft. Wie ich im letzten Part schon erklärt habe, zwar nicht ausgiebig, aber ein bisschen, dass wir ja über die Internetseite hier, Stories erstellen können, und die Leute waren schon wieder so kreativ, wie gesagt, dass sie jetzt XP Farming Stellen gemacht haben für Leute, die es brauchen, wie mich jetzt zum Beispiel mit 3 Kindern. Finde ich sehr nice, und ich wollte euch gleich noch was zeigen, und zwar falls ihr arbeiten müsst, also so wie ich, oder falls ihr auf Kinder gucken müsst und gerade zum Beispiel, ja, ihr seht, jetzt ist zwar hier nicht irgendwie, ihr habt jetzt keine 40 Fähigkeitspunkte wie ich, ja gut, ich muss sagen, ich habe sowieso gut abgeräumt hier, habe ich schon voll, hier voll, und ihr seht schon, wie viele Drachen ich habe, ich hatte schon das Maximum, habe mir alle Fähigkeiten erlernt bei diesem einen Schmied hier oben, ihr wisst ja, hier oben gibt es einen fucking scheiß Schmied. Hier oben, da seht ihr ihn, Hephaistos Werkstatt, bei dem könnt ihr Sachen aufs Maximum bringen, auf Stufe 10, habe ich jetzt alles, was ich schon hatte, habe ich gemacht, natürlich habe ich nicht alle Fähigkeiten, wäre ja noch schöner, warte mal, kann man das hier beim Inventar hier gucken, sehen wir hier, ihr seht, Dolche, Dolchschaden, Schäden für alle habe ich nicht. Wahrscheinlich könnte man da noch was rausholen. Aber da müsste man die Ostrakon-Rätsel machen. Aber ich habe da keine Lust zu gerade. Dann haben wir hier 12 schwere Klingenschaden. Bis jetzt nur. Dann haben wir Stabschäden, Schwertschäden. Das alles habe ich noch nicht gemacht. Und haben wir irgendwas, was noch nicht mitbekommen, ja gut, warum das noch ist, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich in dem Gebiet noch nicht alles gemacht, weil ich muss dem kleinen Arzt noch helfen, Schaden gegen Izu, Ostrakon-Rätsel, okay, ja, das ist wie Schaden gegen Athena, das ist ein bisschen scheiße, ja, aber die wichtigsten habe ich aufs Maximum getrimmt. Und das merkt man dann halt schon an den Stats, ne? Ja gut, da sieht man es nicht, weil Gold drauf ist, weil da sieht man sowieso nichts. Aber 30 Adrenalin pro Treffer, alles coole Sache. Aber was viel geiler ist, man kann sich eben hier alles hochtrimmen. Und jetzt kommt noch das, weswegen ich ja hier das Video mache. Und zwar, ihr seid jetzt gerade, habt keinen Bock mehr, oh scheiße, müsst aufhören, geht hier raus, ganz gemütlich, nachdem ihr noch einmal resettet habt, ihr seid jetzt hier in diesem Spiel, ich mach's jetzt nochmal, hier, jetzt seid ihr fertig, macht nochmal den Neustart, und wenn ihr wieder frisch in das Spiel kommt, könnt ihr einfach aus dem Nichts sagen, yo, ich habe keinen Bock mehr, gerade ich möchte kein XP mehr farmen, ich muss jetzt zu meiner Familie gucken oder ich muss jetzt arbeiten gehen, solange auf jeden Fall der Glitch noch da ist, ich würde definitiv gucken, dass ihr das jetzt die nächsten Tage macht, wenn ihr da drauf steht oder auf jeden Fall drauf zugreifen wollt, geht jetzt hier raus. Zuerst ins Startmenü, geht hier raus und fertig. Jetzt denkt ihr, Junge, du bist doch jetzt gerade hier aus der Mission rausgetappt. Nein. Und ich zeige es euch jetzt auch, dass ich keine Scheiße laber. Ihr geht jetzt einfach hier wieder rein. Ganz gemütlich. Ohne Stress. Sagt ihr, also, jetzt, sagen wir mal, jetzt habt ihr 8 Stunden gearbeitet. Geschafft, Mann. Ja, geiles Deutsch. Nee, aber ihr habt jetzt 8 Stunden gearbeitet. Kommt nach Hause. Sagt, yo, nochmal eine halbe Stunde ein bisschen farmen, XP und Gold, also Drachen.
Und ja, das könnt ihr, definitiv. Das Einzige, was ihr nicht solltet, ist die Story verlassen, weil ich habe zwar im Moment Glück, aber wenn ihr das macht, könnte es sein, dass ihr nur einen einzigen Versuch habt. Das heißt, dass bei euch nur einmal ein XP-Glitch, also Glitch, einfach eine Mission aufploppt. Sonst könnt ihr auch auf die Internetseite gehen. Ich habe sie aufgeschlagen, ich sag's euch. Assassin'sCreed.ubisoft.com/StoryCreatorMode, also /Story-Creator-Mode, /DE-DE. Ich glaube, ich verlinke es euch noch unten einfach die Seite. Und dann geht ihr auf Story entdecken. Und dann könnt ihr ganz nach unten scrollen, ganz nach unten. Und dann heißt es alle ansehen. Guckt euch alle an. Dann steht oben suchen. Gebt zum Beispiel jetzt XP ein. Und mal schauen, ob es was findet. Wenn es nichts findet, ne? Ah, hier XP Farming, Easy XP Farming 1.0, XP Farm, XP Farm. Tod den Verrätern, XP und Gold für mehr nicht. The Gold, XP, XP. XP and Money. Also ihr habt noch ein paar XP-Glitches. Dann klickt einfach auf Story Log hinzufügen. Natürlich braucht ihr ein Ubisoft-Konto, sonst wird das nichts. So, ich lasse jetzt euch hier mal rein und ihr werdet dann im sozusagen finalen Bildschirm wieder erscheinen, da wo es das letzte Mal gespeichert hat. Und das ist, wenn die Mission beendet ist, dann könnt ihr nur noch auf Neustart klicken und den Spaß weitermachen. So, ich habe euch kurz alleine gelassen. So, Quest abgeschlossen, 2888. Wahrscheinlich muss der sie umbenennen, keine Ahnung. Vorher stand da noch was anderes. Aber gut, jetzt geht ihr wieder rein, macht dasselbe wie in Grün. Und ja, warum ich vorhin einfach mal mein Mikrofon ausgeschaltet habe und nichts mehr gesagt habe, wie gesagt, ist einfach, weil das dumme Rauschen einfach sonst ist. Und ich keinen Bock habe, dass das Rauschen irgendwie zu hören ist, obwohl es wahrscheinlich hier dauerhaft zu hören ist. Tut mir leid, das kann ich nicht wegmachen. Zumindest ohne Ton. Und ja. Ihr seht hier, wir haben schon 6 Fähigkeitspunkte erreicht. Auch wenn da 36.000 steht, kriegen wir wahrscheinlich 720.000. Und mit dem XP-Boost über 1 Million. Na? Also das ist auf jeden Fall die gängigste Methode, wie man momentan glitchen, also beispielsweise Gold und XP farmen kann. Ich feiere das ungemein, wie gesagt, ich bin dreifacher Vater, ich habe nicht die Zeit, weil ich habe früher, als ich noch keine Kinder hatte, Unmengen an Zeit für solche Spiele investiert und ich habe mir alles selbst erfarmt. Aber jetzt kann ich mir gönnen, wie ich finde, in der heutigen Zeit, wenn es so viele Glitches gibt, die man ausnutzen kann. Ne? Also gut, in San Andreas habe ich mir alles erglitscht. Aber gut, also alles ercheatet, aber das war auch ein anderes Game. Da war man selbst, wenn man alles ercheatet hat, nicht OP, weil spätestens auf Fahndungsstufe 5 oder was gab's da? Da war man einfach hoffnungslos gegrillt, kann man sagen. Weil da kam Hubschrauber, da kam alles. Da warst du einfach tot. Aber so auf den niederen Stufen warst du zwar OP, aber eben wenn man eine Herausforderung wollte, konnte man sich mit allen anlegen. Ja, ne? Läuft auf jeden Fall. Ne? Und hier seht ihr auch noch, wie gesagt, was ich. Oh, Scheiße, jetzt habe ich zu spät geklickt. Ich zeige euch jetzt noch, was ich alles schon ercheatet habe. Oder besser gesagt, erfarmt habe. Weil, ist es wirklich ein Glitch? Ich weiß es nicht.
man nennt es Glitch, weil natürlich das nicht regelkonform ist. Aber ich würde einfach sagen, das ist ein Fehler im Spiel. Für manche wird es einfach das Spiel kaputt machen, aber wie gesagt, nicht jeder hat die fucking scheiß Zeit. Na? Nicht jeder hat die fucking scheiß Zeit, hier irgendwie Jahrhunderte, Jahre lang zu glitchen und überhaupt zu farmen. Ja, gut, hier sind wir. Das sollte ich dann auch mal machen. Aber wo sind wir jetzt? Hier bei Angriffen von oben. Ja, komm, hauen wir rein. Das können wir direkt alles verbauen. Und ich sehe das immer so gerne, wenn da das Ganze nach oben geht. Hier seht ihr auch Speerschaden. Den will ich nach oben trimmen, weil ich benutze ja einen Speer. Ich habe Kopfschussschaden auf Max, Crit-Schaden auf Max, Chance auf kritischer Treffer auf Max. Ich habe, ich glaube, da unten habe ich nichts mehr auf Max. Doch, GF-Brandeffektivität. Ich habe hier alles angeteased, was ich da machen möchte. Das ist zum Beispiel Spezialpfeile nicht verbrauchen. Dann haben wir Jägerfähigkeitsschaden. Dann haben wir Schaden mit der Fähigkeit Verwüsterschuss, weil man kann sogar 100% haben, ne? Chance, Spezialpfeile nicht zu verbrauchen, ne? Also, nur da fast beinahe, ne? Weil es gibt eine goldene Fähigkeit, glaube ich. Es gibt eine normale Fähigkeit und es gibt da den scheiß Spezialfall hier. Dann habe ich Verwüsterschuss natürlich auf Max, weil ich den am meisten verwende im Bogenstyle. Dann haben wir hier, das will ich auch machen, Schaden mit der Fähigkeit Zorn der Blutlinie. Da muss ich dann noch alle anvisieren, aber ich mache immer eigentlich pro Baum einfach das, was ich gerade kann. Als das mit den Söldnern war, habe ich einfach das Wichtigste mal reingehauen, zum Beispiel Kriegerschaden musste sein. Das habe ich noch damals gemacht. Gesundheit habe ich erst kürzlich. Gesamtrüstwert will ich auch noch hochbringen. Feuerschaden habe ich mir auch heute hochgetecht. Ich habe mir ein bisschen Rüstungsschlag, also Durchschlag heute auch zugemüllt. Und ja, was haben wir hier beim Attentäterbaum? Da habe ich Chance auf kritische Treffer bei voller Gesundheit auf Max getrimmt, auch heute. Also ich habe richtig wenig gehabt, ne? Auch Adrenalin pro Treffer habe ich heute hochgetrimmt. Schaden mit der Fähigkeit Eiliges Attentat habe ich auch heute hochgetrimmt. Weil, ja, wenn ich Assassine spielen will, will ich alles one-shotten mit dieser Fähigkeit. Und das, ja, wird auf jeden Fall der Fall sein. Also, wenn das dritte und letzte DLC kommt, werde ich alle wichtigen Stats maximiert haben. Ich werde alles so gemacht haben, wie ich das gerne möchte. Auch wenn der Cheat oder dieser, ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Auch wenn der Fehler behoben wird, dass so viele XP kommen. Bis dahin werde ich alles, was ich will, da oben am Attentatschaden, alles schwächen. Der Effekt von Gift. Alles drum und dran. Ne? Giftbrandwiderstand, Giftschaden. Ich werde alles machen. Komplett. Was mir gerade irgendwie was bringt. Bewegungshit bei Ducken. Wer braucht das? Also, ich benutze das nie. Tut mir leid. Also, wenn ich reingehe in irgendwas, dann ist man tot, Freunde. Also, da gibt es nichts zu wettern und nichts zu machen. Abklingzeit, das wird auch gemacht. Zum Beispiel Schaden bei Angriffen von hinten weggemacht, weil das ist wichtig für Attentäter. Attentäterfähigkeitsschaden, Heldenschlag mache ich wahrscheinlich auch, weil präzises Attentat wahrscheinlich auch. Das sind so einfach. Da hat sogar, glaube ich, meiner Ansicht nach, die meisten Fähigkeiten, die einfach hoch müssen. Und das sind ein paar hundert Fähigkeiten, die einfach, ja, sein müssen und hochgetrimmt werden müssen. Das muss ich in den nächsten Tagen einfach machen, wenn ich Zeit habe und Bock habe und überhaupt. Jetzt werde ich dann noch ein bisschen Days Gone aufnehmen und dann wahrscheinlich in der letzten halben Stunde oder so werde ich noch ein bisschen glitchen, also einfach erfahren, das Ganze. Ist für mich halt eher ein Glitch, weil
das nicht regelkonform ist, ne? Weil ich glaube, das war auch nicht der Ziel, also das Ziel von Ubisoft, dass man das dann damit macht, aber es ist in der Beta, wenn man so will, und wenn das Richtige komplett drin ist, dann wird man sicher alles machen können, das heißt, richtige Stories mit DLC-Inhalten, mit allem drum und dran machen können, aber halt richtig. Das heißt, ihr bekommt vielleicht nur noch 10.000 Drachmen, wenn es fertig ist, und ihr bekommt 4.000 EP oder so, oder 36.000, je nachdem, was ihr für ein Level habt. Aber wirklich nur 36.000, nicht irgendwie 500.000. Und dafür, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, yo, laufe von A nach B, zum Beispiel so wie hier, und dann ist man schon da, Quest abgeschlossen und dann fertig, dann bekommt man nur 36 EP und nicht 720. Das wahrscheinlich schon, oder vielleicht bestrafen sie die Leute, die sowas machen dann, also bestrafen. Die, die es benutzen, werden bestraft, indem das dann heißt, du bekommst genau ein Drachmen zum Beispiel und ein EP. Ne? Dass es sich gar nicht mehr lohnt, sowas zu machen. Ich würde es mir nicht freuen, also ich würde, also mich würde es ankotzen, aber hey. Oder auch die, die einfach irgendwie 5 Gegner an eine Stelle klatschen und die eben dran die Position haben, ne? Dass die auch so bestraft werden, dass es heißt, ja, bekommst 1000 Gold, weil du überhaupt was gemacht hast, und 1000 Drachmen, und 1000 XP, mehr aber auch nicht, so als Strafe, ne, aber, jo, das muss man dann schauen, wenn es soweit ist, würde ich mal sagen, das ist einfach so also meine Gedanken und so über das Ganze hier im Schnelldurchlauf, oder 16 Minuten, ja moin. Ja, es ging halt nicht schneller. Ich wollte es euch einfach komplett zeigen, wie das so hier gehandhabt wird. Auch jetzt momentan von mir. Ich mache es einfach, weil es geil ist. Weil ich 3 Kinder habe. Ansonsten würde ich das auch nicht verwenden. Oder wenn ich. Oder wenn man zu viel arbeitet, ne? Und keine Zeit hat. Wenn man nicht irgendwie um 7:30 nach Hause kommen will und direkt noch 3 Stunden grinden möchte. Jo, dann macht man sowas halt. Ne? Wenn man einfach losgehen und zocken möchte, dann verstehe ich sowas. Ich verstehe aber nicht, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt wie ein Kiddie oder ein Teenager, der nach der Schule eine Stunde Hausaufgaben hat, ne, nicht weiß, was mit der Zeit, und dann so einen Scheiß hier macht, ne, dann verstehe ich es nicht, dann ist das Spiel Spaß im Arsch. Ja, aber für uns Erwachsenen, die wirklich jetzt arbeiten oder eben Kinder haben, dann ist für uns das kein Spielspaß, hier das hier zu erfahren. Dann ist das für uns verschwendete Zeit, weil wir sonst schon keine Zeit haben. Einfach nur nochmal zur Verdeutlichung. Ne? Nochmal als Beispiel angemerkt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Warum und wie und wieso. Recht früh im Part schon extra gezeigt, nach etwa 4-5 Minuten Gelaber, nach ein bisschen zeigen, was ich so gemacht habe und so, welcher natürlich auch für meine Community, die vielleicht wissen will, wie weit ich bin, was ich gemacht habe und was nicht. Und ja. Tüdelö. Ach ja, noch sei angemerkt, falls ihr irgendwelche Sets von mir gezeigt haben wollt, die nichts mit Pay to Win zu tun haben, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde euch ganz gerne zeigen, was ich für Sets bauen würde oder wie ich sie bauen würde. Ihr braucht einfach Drachmen, ne? Aber das könnt ihr selbst machen, durch alle Missionen annehmen, wie auch immer, weil Gold habt ihr wirklich schnell zusammen. Auch wenn ihr einmal den Athena Mauer Wall Run macht. Ich zeige es euch gerade hier auf der Karte. Hier noch für die Leute, die legal alles holen wollen. Hier ist Athen. Ne? Hier hat es die Mauer auch angezeigt. Ne? Geht hier, sagen wir, ihr landet hier bei der Schnellreise, rennt hier runter, geht hier auf die Mauer. Tötet alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, hier auf der Mauer. Und nehmt natürlich auch die Waffenständer mit, ne? Die Waffenständer sind essentiell.
Weil die Waffenständer geben euch Waffen, die ihr danach verkaufen könnt. Beispielsweise, ihr könnt auch sie in Ressourcen verwandeln, je nachdem, was ihr braucht. Ich brauche zum Beispiel jetzt Ressourcen. Ich brauche keine. Warum habe ich nur 2 Millionen? Ich hatte doch vorhin viel mehr. Okay. Spielt auch keine Rolle. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch so viel Gold erfahren, wie ihr wollt. Wenn ihr das DLC habt oder beide DLCs, könnt ihr euch auch bei diesen Steinsoldaten oder so 10.000 Drachmen immer in den Rachen schießen lassen, weil bei jeder Jungfernstatue für diejenigen, die das DLC haben, stehen immer welche rum. Also als 20.000 kriegt ihr auf jeden Fall immer raus, weil einer gibt 10 und es stehen immer mindestens 2 dort. Also habt ihr definitiv da das Luck auf eurer Seite. Wobei ich eben den Mauerwall, um Geld zu generieren oder um Ressourcen zu generieren, bevorzuge. Und ich muss hier auch noch hier den Mauerwall machen. Auch wenn es nicht so aussieht, aber ich muss das machen, weil mit 1600 warte mal, wir gehen hier auf Quests. Mit 1600 Obsidianglas oder mit diesen 26.000 kostbaren Edelsteinen komme ich nirgends hin. Klar, Holz habe ich recht viel, aber nicht genug. Eisenbrocken habe ich nicht genug und weiches Leder erst recht nicht. Also, weil ich muss noch einige Sachen wirklich hochtrimmen und das geht halt nicht ohne die entsprechenden Ressourcen. Auch hier fehlt mir Obsidianglas. Hier fehlt mir Obsidianglas. Hier fehlt mir nichts. Da kann ich mit 200.000 alles hoch machen. Also hier zum Beispiel Pfeile direkt hoch. Dann haben wir hier, das können wir auch hoch machen. 250.000 brauche ich dafür nur. So, alles astrein. Dann haben wir hier noch. Oh, nice. Das gefällt mir jetzt gerade. Auch wenn es mir ziemlich viel jetzt abgezogen hat. Aber das gefällt mir. Oh, scheiße. Aber ich habe Obsidian-Glas sowieso nicht. Also von daher, ja. Wie gesagt, ich kann jetzt nur einen kleinen Teil machen. Oh Mann, ich habe so eine verstopfte Nase, Mann. So, wieder da. Schnell Nase gepudert, kann man sagen. So. Ja, wie gesagt, ich muss hier definitiv auch noch ran. Was ich mir wahrscheinlich machen werde, ist sowas hier einmal komplett durchdrücken, weil ich es kann. Hier. Hier gibt es auch 3 Stufen, okay. Ruf einer deiner Berufsleiter. Ja, ist mir egal. Hauptsache ich hab sie natürlich, ne? Also, das ist schon mal klar. Das wird auf jeden Fall eine lustige Scheiße, wenn ich das alles 100% habe. Klar, jetzt sagt der eine oder andere, warum macht man sowas? Wozu braucht man sowas? Man braucht sowas einfach, um alles Mögliche zu gebrauchen, ne? Was man gerade so haben möchte. Ich frage mich ja, wie viele Punkte man ergattern würde, wenn man alles zurücksetzt. Na? Fähigkeiten zurücksetzen. Ich mach's mal. So, 103 Punkte. Also, machen wir mal. Geht das alles jetzt wieder so oder hat das Ding ein Limit? So. Nein, hat's nicht. Absolut nicht. Nein. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut. So, das kommt dahin. Dann haben wir hier auch noch Bogenbeherrschung komplett hoch. Also man kann wirklich alles machen. Höchstleistungsschuss.
So. So. Knallen wir einfach mal rein. So, Schussfolge. Was war das? Schussfolge. Okay. Wegen der Zerstörung knall ich jetzt einfach mal hier hin. Ich bin jetzt echt gespannt. Sechster Sinn ist zum Beispiel echt wichtig. Nein, Spartiatentritt. So. Healing for Feeling. So. Ja. Also das gefällt mir hammerhart. So, ja, ich mach das mal wieder. Nee, ich will euch noch zeigen, ob das wirklich funktioniert. So. Ja. So, der Baum ist komplett. Aber es wird knapp. Es wird verdammt knapp. Aber, ja, die Punkte sind komplett so, wie man sie ausgegeben hat. Sehr nice. Ja, es hätte sein können, dass Ubisoft sagt, nö, wenn man einmal, restartet den ganzen Fähigkeitskram, dann habt ihr nur die Punkte, die man regulär eigentlich hätte. Alles, was ercheatet ist oder alles, was, aber ich glaube, das kann das Game gar nicht, irgendwie, anschauen, was man denn irgendwie, ercheatet hat und was nicht oder so, oder welche Punkte man nicht regulär bekommen hat. Doch, oder ich habe irgendwas zusätzlich irgendwo hingetan, wo ich es nicht hätte sollen, weil irgendwie habe ich jetzt einen Punkt weniger. Habe ich den auf Maximum getrimmt? Ich weiß es nicht. Ja, und auch wenn. Ja, geil. Das finde ich jetzt weniger cool. Aber ich konnte mir alles so hindeichseln, wie ich es wollte. Warte mal. Habe ich jetzt... ich glaube, Artemis habe ich mir erhöht, ne? Komplett. Oder so. Ja, glaube schon. Ja, ich glaube. Die Seite habe ich mir jetzt auch fast hochgetan. Ich werde das dann später nochmal neu starten. Also das heißt zurücksetzen. Und ich glaube beim nächsten Ding erzähle ich euch, ob das geklappt hat oder nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich brauche auf jeden Fall noch 9 Fähigkeitspunkte und ich kann die ganze Szenerie hier machen. Das ist auf jeden Fall nice. Wird lustig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.